The world fears us. We are the favored of the gods. We plunder new lands. We raid and we grow strong. We live for battle, ready to die in glory. Es ist mal wieder Zeit für eine brachiale Klopperei. Allerdings nicht mit den Fäusten, sondern mit Schwert und Axt. For Honor zelebriert dies in jeder Minute Spielzeit und erfreut das Auge mit imposanten Schlachten und großartigen Zwischensequenzen. Aber was ist For Honor eigentlich und in welchem Genre soll sich das Spiel aufstellen? The genre of For Honor is very hard. Dem Spiel ein Genre zuzuweisen ist echt schwierig. Es hat komplett neue Mechaniken. Wir nennen es ein Melee-Action-Spiel, aber der Player-versus-Player-Aspekt ist von Natur aus sehr kompetitiv, also ist es auch ein auf Skill basierendes Spiel. Es gibt also keine Chance für Zufälle und es kommt zu 100% auf dich an, wie du kämpfst. Für uns ist es wirklich schwierig, ein passendes Genre zu finden. Ich hoffe, die Leute helfen uns dabei. Aber lass es uns einfach Multiplayer-Melee-Action-Game nennen. Melee Action Game for now. In den ersten Minuten ist For Honor einfach nur eine hübsche Schlacht, dessen Gameplay in gewissen Teilen an Spiele wie Dynasty Warriors erinnert. Doch das ist nur der erste Schein. Euch stehen drei Klassen zur Auswahl, mit denen ihr euch in den Kampf stürzen könnt. Als Samurai, Wikinger oder Ritter. Jede Klasse ist noch einmal in vier Unterkategorien unterteilt, die je nach Art Vor- und Nachteile besitzen. Vom schwerfälligen Tank bis zum gewandten Assassinen bietet For Honor seine ganz eigenen Varianten dieser alltäglichen Klassen und schmückt sie in interessante Gewänder. Alles zahlt auf den Multiplayer ein, der einen wichtigen Part des Spiels einnimmt. Wir mussten beispielsweise in unserer ersten Anspielsession vorgegebene Punkte auf der Map einnehmen und verteidigen. Die Inhalte des Spiels sollen sich auch für den E-Sport eignen. In unserer ersten Anspielsession wurde uns einer der Spielmodi gezeigt, die auf dieser Idee aufbaut. So the potential for e-sport in For Honor, I think, is clearly there. Das E-Sport-Potenzial ist auf jeden Fall da. Aber das liegt natürlich in Hand der Community. Es ist nicht unsere Entscheidung, ob das ein E-Sport-Titel wird oder nicht. Not, but what we want to do is support the direction the community will go. Was wir jedoch tun wollen, ist die Community zu unterstützen. Sollten sie also einen Modus finden, der ihnen am besten gefällt und darum E-Sport-Turniere aufbauen, werden wir die Leute auf jeden Fall dabei unterstützen. It's go at the same direction that our player will go. Neben dem passenden Modi müssen aber auch die spielbaren Charaktere die passende Grundlage dafür liefern. In League of Legends oder Dota 2 sind diese klar definiert. In For Honor müsste sich das noch finden. I don't know if the meta will be as structured as a game like League of Legends. I'm not sure it will be the case, maybe. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das Meta so strukturiert sein wird wie in League of Legends. Aber ich glaube, dass es etwas fließender in For Honor sein wird. Der Fokus liegt sehr stark auf dem Kampf an sich, als auf das gesamte Drumherum. Es gibt viele Taktiken, aber nicht viel Strategie. There's a lot of tactics, but there's not as much strategy. Das Kampfsystem macht den elementaren Teil des Spiels aus. In For Honor ist es nicht ratsam, ohne Sinn und Verstand drauf loszuprügeln. Vielmehr muss man mit den Fähigkeiten seiner Klasse umgehen und diese richtig nutzen. Gleichzeitig ist das Kampfsystem stark auf das Blocken ausgelegt. Es geht darum, die Angriffe des Gegners zu kontern und die eigenen Schläge gut zu platzieren. Das ist anfangs schwerer als gedacht, denn die Abläufe gehen einem nicht sofort leicht von der Hand. Was durchaus aber auch gewollt ist. Man soll sich mit der Steuerung auseinandersetzen und die unterschiedlichen Kampfmöglichkeiten für sich erkunden. Ein umfassendes Kampfprofil bietet das Spiel in jedem Fall. Mir ist Qualität über Quantität sehr wichtig, deswegen haben wir Modi, die verschiedene Aspekte der Kampfkunst zeigen. Das ist cooler als 1000 Modi, die sich alle gleich anfühlen. In jedem der 5 Modi wirst du anders kämpfen. Dein Leben ist nicht dasselbe, wenn du Dominion spielst. Dort hast du tausende Krieger und du bewegst dich über die Karte. Your life is not the same when you play Dominion and you have tons of soldiers and you roam around the map, or you want a 1v1 duel in a small arena. Oder du bist in einem 1-gegen-1 Duell in einer kleinen Arena mit einer Feuergrube, in die du auf keinen Fall fallen willst. Und du hast die Kampagne mit einer Geschichte, du kannst gegen die KI spielen und dann gibt es noch den Koop-Modus. Allein da hast du viele verschiedene Möglichkeiten und im Multiplayer sowieso. Can't play Koop, it's very different gameplay than whenever you're gonna go into the multiplayer for sure. Zusammengefasst zeigte For Honor bereits jetzt, dass es ein optisch tolles Multiplayer-Melee-Action-Game wird.
Das Kampfsystem ist interessant umgesetzt, muss aber auch zeigen, dass es über die Gesamtlänge des Spiels durchhalten kann. Ähnliches gilt für die Story, die wir bisher noch nicht anspielen konnten. Spaßiges Multiplayer-Potenzial bietet For Honor auf jeden Fall. Absprachen mit Teammitgliedern sind ebenso wichtig wie die Taktik. Ob es am Ende genug Grundlage für einen erfolgreichen E-Sport-Titel ist, bleibt aber abzuwarten.